Frau Mlyner, vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns ein Interview zu geben. Sie sind bei den Europawahlen 2014 hier nach Brüssel gekommen als Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Wie war denn der erste Arbeitstag? Wie ist es Ihnen denn da gegangen? Sie waren ja zuvor im österreichischen Nationalrat. Wo sind die Unterschiede? Aber zunächst einmal, wenn man da reinkommt in dieses Haus, das ist ja wie ein Bienenstock. Wie ist es Ihnen ergangen? Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich führe dieses Gespräch sehr gerne und das erinnert mich so ein bisschen an mein voriges Leben, als ich auch noch auf der Uni tätig war. Ich kann mich noch vage daran zurückerinnern. Der erste Tag als Europaabgeordnete, ja, das war auf jeden Fall spannend. Es ist zum einen für mich eher ein Nachhausekommen gewesen, weil ich ja zum einen als Praktikantin bei einem Europaabgeordneten vor etlichen Jahren gearbeitet habe und zum anderen lange Zeit für die Europäische Kommission tätig war. Und der Kreis der Menschen ist sehr ähnlich. Und Brüssel ist für mich nicht fremd. Ich habe hier viele Freunde und Kolleginnen. Insofern ist das ein relativ einfaches Beginnen gewesen. Wie kann man sich, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, wie kann man sich das vorstellen? Weil man muss sich ja da wirklich auch zurechtfinden. Bekommt man eine Einschulung? Die bekommt man so nicht, weil man ist eher Learning by Doing. Und das Schwierigste, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, war eigentlich, dass sich zurechtfinden und die richtigen Räume rechtzeitig finden. Das ist aber in Brüssel eventuell noch ein bisschen einfacher als in Straßburg, weil da ist irgendwie die Architektur noch etwas verwirrender und komplizierter. Das ist wirklich der Teil, der lustig und eine Herausforderung ist, denn ich habe wirklich hin und wieder einen Kollegen gefunden, irgendwo in einem Gang, ganz verzweifelt, aufgelöst, wie er oder sie jetzt irgendwie in sein Büro findet. Das ist zum Lernen, aber das ist ohne Navi manchmal nicht ganz einfach. Sie erwähnten Straßburg. Warum Straßburg? Warum haben wir, Brüssel ist das Parlament, auch in Straßburg? Wenn Sie das nur kurz erklären, bitte, weil Straßburg ist ja etwas ganz historisch aufgeladen, historisch aufgeladener Ort. Was hat das mit dem Europaparlament zu tun? Naja, der Sitz des Europaparlamentes ist in Wirklichkeit in Straßburg. Wir haben nur hier auch ein Gebäude und haben eben aufgrund der physischen Nähe zur Kommission und zum Rat, deren Sitz eben in Brüssel ist, auch hier unsere Sitzungen. Und wir haben auch immer wieder Mini-Plenarsitzungen hier in Brüssel, so wie morgen zum Beispiel, ganz konkret. Aber tatsächlich die Plenararbeit und die Arbeit des Europäischen Parlaments ist eben vertraglich deklariert in Straßburg. Das ist für uns schwierig, weil das bedeutet, dass wir eine Woche im Monat jedes Mal nach Straßburg reisen und wir sind auch bestrebt, das zu ändern. Aber dafür gibt es halt ein Einstimmigkeitsprinzip und da schaut es im Moment nicht gut aus. Ich denke, dass Frankreich etwas dagegen haben wird, so was wir schon gehört haben. Sie haben gesagt, Sie kennen sich da schon aus, also Brüssel ist so etwas wie eine zweite Heimat, eine europäische Heimat. Sie waren zunächst einerseits Assistentin vom Herrn Fritschenschlager, wenn ich das sagen darf. Ja. Sie waren dann auch in der Kommission. Wo sind denn die großen Unterschiede? Europaparlament und Europäische Kommission? Nein, das ist schon völlig unterschiedliches Arbeiten. Also das Europäische Parlament als Abgeordnete, als Praktikantin, als Assistentin eines Abgeordneten arbeitet man ganz konkret politisch. Als Kommissionsangestellte ist das eine sehr viel, wie soll ich sagen, bürokratischere Tätigkeit. Das ist viel technischer. Ich habe für die Europäische Kommission im Rahmen der EU-Osterweiterung in Slowenien gearbeitet. Das war eine sehr spannende Zeit. Das war so etwas wie ein Window of Opportunity. Nachdem ich Kärntner Slowenin bin, war das überhaupt ein besonderes Privileg. Ja. Und als begeisterte Europäerin noch einmal etwas Besonderes. Aber die Arbeit unterscheidet sich schon. Und auch die Haltung der Kommission zum Parlament und umgekehrt ist natürlich eine relativ skeptische, wie wir das halt auch grundsätzlich auch in den nationalen, auf nationaler Ebene erleben. Wenn Sie nur kurz erklären, Legislative, die Aufgaben des Parlaments und die Exekutive, die Kommission, vielleicht zwei, drei Punkte, was sind die Schwerpunkte, was sind die Hauptaufgaben Parlament, Hauptaufgaben Kommission? Naja, die Kommission ist die Treiberin der europäischen Integration und hat als einzige das Initiativrecht, schlägt uns quasi Initiativen vor und das Europäische Parlament debattiert es dann und kommt dann eben mit einer Reaktion auf diese Initiative zurück zur Kommission. Es ist anders als auf nationaler Ebene, wo sich die Sache etwas anders verhält, wo ein Parlament von sich aus tätig werden kann. Das ist der größte Unterschied. Das ist ganz historisch gewachsen, dass der Parlamentarismus, der nationale Parlamentarismus, das Gesetzesinitiativrecht hat. Genau. Und nicht, dass der Herrscher, wie er es vorher gehabt hat, der absolute Herrscher. Demokratiedefizit. Henk ist ein viel zitiertes Wort, beinahe wie ein Damoklesschwert über die Europäische Union. Wenn wir uns die Verträge anschauen,
von den EWG-Verträgen bis zum Vertrag von Lissabon, da hat das Parlament doch sehr, sehr viele Rechte bekommen. Können wir noch immer von einem Demokratiedefizit sprechen? Naja, das Europäische Parlament ist von seinen Initiativrechten und vom demokratiepolitischen vom Ausgangspunkt nicht auf der gleichen Ebene wie nationales. Also da haben wir schon noch etwas aufzuholen. Aber natürlich sind die Kompetenzen gestiegen, weil schlicht und ergreifend auch die Bürgerinnen und Bürger das auch so haben wollen. So wie Sie sagen, wenn Sie sich die Verträge und die Evolution der europäischen Verträge anschauen, dann ist das Europäische Parlament heute in einer anderen Situation als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Und jetzt natürlich mit dem System der Spitzenkandidaten, das wir auch wirklich umgesetzt haben, hat es noch einmal eine neue Qualität gewonnen. Aber ich persönlich als Politikerin, wenn ich ein politisches Statement hier abgeben kann, bin dafür, dass sich das weiterentwickelt und ich bin auch für eine neue Verfassungsverhandlung. Im Vertrag von Lissabon ist auch festgesetzt, die Beteiligung oder das Miteinbeziehen der nationalen Parlamente in diese Gesetzesinitiative, sondern in den Gesetzwerdungsprozess. Wie kann man sich das vorstellen? Findet das schon statt oder wie läuft denn so dieses Verfahren ab, wo man die nationalen Parlamente mit einbezieht? Das findet statt, es findet immer noch zu wenig statt und ja. Ich bin eine große Anhängerin dessen, denn wenn wir das Prinzip der Subsidiarität richtig leben wollen, dann braucht man genau alle Ebenen, weil wenn man eben das wirklich ernst betreiben und sagen, die Entscheidung soll jeweils dort getroffen werden, wo sie am nächsten und am richtigsten beim Bürger ist, dann müssen wir das machen. Ganz konkret, ein Kollege von mir heute, Michael Bock, der Vorsitzende des Petitionsausschusses im österreichischen Parlament ist, war heute bei einer Sitzung des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments. Diesen Austausch gibt es, den gibt es noch zu wenig und wir müssen es weiter ausbauen. Aber eine wirklich gute Initiative des österreichischen Parlaments und das, was ich auch im Europawahlkampf betrieben habe, ist das Rederecht der Europaabgeordneten im nationalen Parlament. Und das setzen wir mit September um. Und ich bin gespannt, was das auch bewirken wird, sowohl bei den nationalen Abgeordneten in Bezug auf deren Verständnis in Richtung Europaparlament, aber auch, und das ist für mich wesentlich entscheidender, ob es vielleicht ein Umdenken bei den Medien gibt diesbezüglich. Ja, dass es einfach näher quasi an die Menschen herankommt. Da sind wir dann auch bei einer Frage, die man sich immer wiederum stellt. Ist Europa schon bei den Menschen angekommen? Und es wäre aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit zu sagen, wenn wir als Europaparlamentarierinnen und Europaparlamentarier vor dem nationalen Parlament Rede und Antwort stellen können, dann hätten wir schon ein bisschen mehr Bewusstseinsbildung in Richtung Europäischer Absolut. Union. Könnten das also den Menschen auch dementsprechend. Ja? Absolut richtig. Und ich bin auch am Donnerstag eingeladen, also in den Petitionsausschuss, um dort über TTIP zu sprechen. Und wir sind eingeladen, auch die Vertreterinnen der Gemeinden und der Städtebund und Attac und andere Abgeordnete und auch jemand aus dem Kabinett Malmström. Also diese Kommunikation und dieser Austausch ist mühsam, ist anstrengend, aber ist unbedingt notwendig. Und nur so werden wir es schaffen, auf allen Ebenen auch dieses europäische Bewusstsein stärker zu machen. Weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Europäische Union, ich habe das immer als politische Kulturleistung der Menschheit bezeichnet, das ist ein sehr positives Projekt. Wir haben die längste Phase von Frieden. Ja. Innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und wir dürfen das nicht einfach so kübeln. Und die Gefahr besteht. Und wenn Sie sich die letzte Plenarsitzung angesehen haben in Straßburg, dann sehen Sie, welche Kräfte da sehr wohl sehr zerstörerisch am Werk sind. Und wir müssen dem etwas entgegensetzen. Kräfte, die am Werk sind, Fraktionen. Was würden Sie jetzt als großen Vorteil von Fraktionen oder andersrum? Die Europäische Volkspartei ist die größte Fraktion, dann gefolgt von den Sozialdemokraten Europas. Wie schaut das Zusammenspiel der Fraktionen aus? Wie kommen Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Antrag ausarbeiten oder andersrum, wie arbeiten Sie sich ein als Abgeordnete? Sie bekommen, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist Ihre Arbeit? Und gibt es dann auch fraktionsübergreifende Aktivitäten? Oder ist es wirklich nach Fraktionen so wie auch im Nationalrat teilweise, das ist nach Parteien dann eben geordnet. Aber wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen? Der erste Teil der Frage und dann, wie arbeitet man fraktionenübergreifend? Wie macht man da nicht? Ja, vielleicht zuerst eine allgemeine Bemerkung. Und zwar die Arbeit als Europaabgeordnete unterscheidet sich sehr wesentlich von der Arbeit als Nationalratsabgeordnete. Und zwar insofern, als man als gute Abgeordnete gilt, wenn man
fähig ist, bereit, Kompromisse zu finden. Und zwar Kompromisse, die natürlich fraktionsübergreifend sind, weil man sonst nie zu einer Mehrheit kommt. Das bedeutet zum einen, dass man nie zu 100% mit dem eigenen Standpunkt durchkommt, zum anderen aber, dass man immer, wenn man es dann schafft, einen tragfähigen Konsens zu finden, dieser auch tatsächlich auf soliden Beinen ist. Ja? Das ist politisch ein sehr interessanter Konstrukt, weil letztlich muss man erkennen, dass man nie zu 100% selber recht hat. Es ist einmal nur vorausschickend. Das ist ganz anders als im nationalen Parlament, wo das Parlament oft als verlängerte Werkbank der Regierung betrachtet wird. Ja. Das ist nicht nur in Österreich so, aber in Österreich halt sehr ausgeprägt. Jetzt kommt dazu noch, dass natürlich im Europaparlament wir oft, ich bin ja kein Einzelfall, ich eine einzige Abgeordnete meiner Partei bin. Das bedeutet, es gibt viele so One-Woman, One-Man-Shows. Ja. Und um tatsächlich kooperativ arbeiten zu können, erleichtert es natürlich, wenn man in einem größeren Rahmen sich bewegt. Das ist bei mir halt die liberale Fraktion ALDE, die Allianz der Liberalen und Demokraten. Und innerhalb dieser Fraktion, wir sind 70, finden wir halt einen großen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wenn ich jetzt einen Report habe, dann stelle ich den vor, also ich bin Berichterstatter oder Schattenberichterstatterin und stelle diesen dann eben in einer Working Group Meeting oder in einem Group Meeting der Fraktion vor und wir debattieren dann, welche Positionen wir mittragen können und welche Positionen vielleicht vom Einzelnen nicht mitgetragen werden. Politik ist Diskussion und Auseinandersetzung. Das ist irrsinnig zeitraubend, das ist irrsinnig anstrengend, aber nur so können wir tatsächliche Demokratie leben. Und das ist hier ganz stark ausgeprägt. Und natürlich, abschließend, muss man das fraktionsübergreifend auch schaffen. Man wird nicht mit allen Fraktionen immer eine Übereinstimmung finden, aber zumindest so, dass es ein tragfähiger Konsens ist, der auf eine entsprechende Mehrheit kommt. Herausforderungen für das Europäische Parlament. Wo sehen Sie das Europäische Parlament aufgrund der Kompetenzen, der Aufgaben beispielsweise in 20 Jahren? Also ich würde mir wünschen, wenn ich träumen dürfte, dass wir es tatsächlich schaffen könnten in naher Zukunft, aber das wirklich in den nächsten paar Jahren uns darauf zu einigen, dass wir uns noch einmal über einen Verfassungskonvent drüber getrauen, und zwar unter breiter Einbeziehung der Bevölkerung, und dass wir tatsächlich es schaffen, so eine europäische Regierung auf die Beine zu stellen, die vergleichbar ist mit einer Regierung in den Vereinigten Staaten oder die vergleichbar ist mit der größten Demokratie in Indien. Ja? Wir müssen anfangen, breiter zu denken. Das Europaparlament ist viel mächtiger und stärker, als wir manchmal glauben, weil wir ein tatsächlicher politischer Faktor sind. Wir sind der größte Markt. Ja. Wir sind 500 Millionen. Ja. Und es gibt natürlich neue große Mächte auf diesem Planeten, die sich etablieren. Und wenn wir überzeugt sind davon, dass die Werte, auf denen unser politisches System basiert, auf Demokratie, auf Menschenrechte, auf Gleichbehandlung, dann müssen wir das weiter stärken. Und dazu braucht man natürlich den Konsens der Bevölkerung. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, aber wir müssen global denken. Und die größten Herausforderungen im Moment, und das ist wirklich so ein bisschen das Gefühl, we will make it or we will break it, ist das Thema Asyl und Migration. Und das schafft man nicht nur als Europäische Union, sondern wir müssen im globalen Kontext denken. Und das ist unsere Herausforderung, das ist unsere Aufgabe. Also der Traum von der Frau Mlinar ist es, die Vereinigten Staaten von Europa umzusetzen. Grunde genommen wie eine Bundesverfassung dieser Vereinigten Staaten von Europa. Man kann aber dann darüber diskutieren, müssten wir nicht das Rechtssystem anders überdenken, weil wir sagen, eigentlich ist dieser Staatenverbund Maastricht-Urteil ja auch schon ein Gebilde des sui generis. Und da geht es gar nicht darum, ob man jetzt von Staatenbund redet, Staatenverbund redet, Bundesstaat spricht, sondern es ist, da müssten wir vielleicht auch andere Begriffe finden. Vollkommen aber richtig. Die Vereinigten Staaten von Europa, das wäre Ihr Wunsch und ich würde sagen, das wäre auch ein schöner Absatz oder ein Schlusswort. Vielen herzlichen Wunderbar. Dank. Wir sind fertig. Danke.